Hallo Freunde, heute vor Mittagessen esse ich etwas Besonderes, etwas von Bayern. Ich habe gestern versucht es zu finden, aber in dem Restaurant, die Kellnerin vielleicht, sagte, dass es nicht den richtigen Saison ist. Aber ich habe in dem Supermarkt etwas gefunden und heute will ich Weißwurst versuchen zu kochen. Ich habe Weißwurst, Bratzeln und in den Kühlschrank ein Bär. Und an der Bär steht ein Bild mit Leute in Lederhosen und überall. So, ich denke, das ist ein richtiger Bär. Ich hoffe. Und ich hoffe auch, dass du hast mir richtig verstanden. Lass uns die Würste gucken. Ich habe gelesen, dass ich muss den Kochen mit Wasser nicht grillen. Und das Wasser muss ungefähr 70 Grad sein. Ich habe kein Thermometer oder etwas, die Temperatur zu Maßnahmen oder Messen oder etwas, aber hoffentlich es geht. Ich habe ein bisschen Wasser gekocht, aber ich brauche noch ein nicht Tasse, nicht Pfanne, Topfer. Topf. Ich habe gelesen, dass normalerweise es man zwei Weißwurst, aber ich habe fünf, so ich will alle gucken und vielleicht zwei oder drei essen, weil ich ein bisschen hungrig bin oder etwas. Nicht genug. Das ist geguckt, deshalb das ist ein 100 Grad. Dann ein bisschen Kaltwasser. Ich glaube, es ist total falsch, aber du musst mir sag mir Bescheid, ob ich etwas besser machen kann. Ich habe mein Wasser von, wie heißt es? Weißwurst. Und jetzt, wir warten. Okay, so ich habe meine Weißwurst geguckt. Hoffentlich, sie sind richtig. Merle lacht, was ist los? Gekocht, nicht geguckt. Gekocht. Okay, ich habe meine Weißwurst gekocht. Ich habe meine Bär. Und weiß es nicht. Ist das richtig? Und Bratzeln. Hoffentlich. Es schmeckt gut. Aber leider habe ich keinen Mustard. Kein Senf. Nennt man aus Mustard? Senf. Senf. Ah ja, Senf. Habe ich keinen Senf. Ah, das haben wir vergessen. Aber auf geht's. Wenn ich richtig verstehe, man möchte nicht den Haupt essen, nur den Sache da drin. Passiert ein bisschen. Ach, aber. Ja. Lecker. Okay. Weißwurst.
Bier. Ja. Brezel. Ja, gut. Merle hat mir erklärt, dass es ist ein deutscher Glauben vielleicht, weiß ich nicht, dass man muss die Wasser von den Wurst auf den Fuß duschen und das hilft mit den Haaren und es wechselt oder wechseln oder entwickelt besser. Ich bin nicht sicher, aber ich möchte ein großer, auf Deutsch, ich kenne nicht, aber Beard. So, ich muss meine Füße mit dem Wurstwasser waschen. Ich habe das Wurstwasser, ich habe zwei Füße. Ich hoffe, es ist noch nicht zu hart warm. Oh, es ist noch warm. Wunderschön. Ich kann sie ja schon, es ist dicker. Ich bin zufrieden. So.